Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute küren wir den Endgegner, den Anti-Helden des Monats Mai Deutschlands. Das muss halt nicht immer eine Person sein, eine einzelne. Kann ja auch mal eine Institution sein. Amtsgericht Passau zum Beispiel. Amtsgericht. Da habe ich einen Artikel vom 3. Mai. Und zwar geht es darum, ein Arzt, der Maskenatteste ausgestellt hat. Der wurde jetzt verurteilt zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten. Das ist wieder ein Artikel. Den Artikel verlinken wir uns euch unten in der Videobeschreibung. Da geht es einfach darum, um einen gewissen Arzt. Und es ist immer so, dass die Justiz, ich sage nicht alle, aber die Justiz sich in den letzten Jahren, ja, wie soll man sagen, es gab Urteile, wo man nur noch den Kopf schütteln kann und sich fragt, was ist da passiert. Und der Arzt, der hat dadurch, dass er natürlich auch seinen hippokratischen Eid hat, hat er natürlich für sich entschieden, seine Patienten sollen von der Maske befreit werden. Es geht natürlich um das menschliche Wohl, ne? Um die Gesundheit des Einzelnen. Jeder Mensch ist anders. Du kannst nicht den einen das Gleiche geben wie die anderen. Und er war halt der Meinung, okay, Maskenpflicht, aber die können es halt nicht. Zum Beispiel, wenn Leute Asthma haben oder andere Erkrankungen oder irgendwas auch immer. Dann bin ich dafür, ja, dann sollte natürlich zum Wohle der Gesundheit halt dementsprechend gemacht werden, dass dann andere Institutionen, andere Menschen anders, andere Leute. Und nun wurde er dazu verurteilt. Natürlich ist es immer so, dass die Ankläger natürlich sagen, pass auf, der muss mindestens so und so viel absitzen oder so und so eine Strafe halten. Das war jetzt zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft so, dass die Staatsanwaltschaft sein grobes Verletzen beruflicher Pflichten und forderte eine 3,5-jährige Haftstrafe. Der Richter sagte, der Verurteilte ist seit über 30 Jahren Arzt und wusste um die Standards, die beim Ausstellen von Gesundheitszeugnissen notwendig sind. Er hat sein Handeln nie hinterfragt. Das ist völlige Selbstüberschätzung. Kann jeder sehen, wie er will. Nur ist es nun mal so, dafür gibt es diese Atteste, die Befreiung von der Maskenpflicht. Und ich denke mal, auch jeder sieht es genauso, wenn er sich mal vorstellt, wenn er halt körperliche Probleme damit hat, dann möchte er natürlich ohne Befreiung haben und nicht irgendwelche Verbote oder was weiß ich, darf da nicht rein, kann das und das nicht mehr ausüben. Ne? Also da muss man schon dann dementsprechend mit einer gewissen Sorgfalt, Fürsorge und einer gewissen Weitsicht und mal drüber nachdenken, sich mal in den Menschen einversetzen. Denk mal, dann sieht alles ein bisschen anders aus. Und deshalb muss ich auch wirklich sagen, bitte lasst uns nicht hier gegeneinander kämpfen, gegeneinander angehen, sondern lasst uns einfach ein Miteinander, ne, miteinander haben. Wir sind alles nur Menschen und lieber zweimal mehr drüber nachdenken, als hier ein vorschnelles Urteil sich zu bilden. Was hat er denn nun bekommen? 1 Jahr und 8 Monate. Auf Bewährung, oder? Ja, genau. Mit, warte kurz. Außerdem wurde ein 3-jähriges teilweises Berufsverbot verhängt. Was heißt teilweise? Tja, das ist eine gute Frage. Beim Arzt Hand auflegen darf er noch. Ich weiß nicht, was der machen kann. Vielleicht kann er den vom Weiten angucken, weil ich habe keine Ahnung. Weil er macht nur 2 Tage in der Woche die Praxis auf. Ja, Test dann auch mal Volumen schreiben. Kann jetzt schon nachvollziehen. Da gibt hier noch Leute, die man so rumlaufen sieht, die immer die Nase über der Maske haben. Ja. Dann kann ich die Maske auch gleich absetzen. Ja. Genauso wie es nun mal so ist. Es ist ja auch wirklich so, dass die wissenschaftliche Faktenlage klar gegen eine Maskenpflicht spricht. Ja? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja, wann wird das überhaupt mal in den Medien großartig mal gesagt? Das ist, glaube ich, es wird mal zwischendurch mal erwähnt oder abends irgendwann nachts, wenn die Leute schlafen. Ja, aber also, das gibt es mal nach einem Dreivierteljahr mal eine kleine Sendung, wo dann wirklich mal Tacheles geredet wird. Ja, also eigentlich total irrational. Also für mich auf jeden Fall der Endgegner des Monats.
weil das ist wirklich dann. Da geht das nicht. Nicht nachvollziehbar. Genau. Sorry. So, was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommis. Vergiss nicht zu abonnieren. Genau, wer war denn für euch persönlich der im Monat Mai der Endgegner? Und das Allerwichtigste, abonnieren. Genau, liken, teilen. Und hält immer noch. Das hält immer noch, ja. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Im nächsten Video geht es übrigens um den Maihelden, den stelle ich euch dann vor. Genau. Mein Held ist der Herr lustige Influencer, Videos machen mit Hühnern, über Hühnerwesten, die eigentlich alle springen. Bis demnächst.